Tada, da ist er wieder. Heute mal ein Opening, bla 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 bla. Heute mal ein Opening der etwas anderen Art. Ich habe nichts zum Normal zum Aufmachen, außer diese Karten hier und ich habe mir was bestellt. Aber. Oh, ja, nee, nee. Aber um den Freunden des Codes, das Online-Code-Dingens da hier nicht die Freude zu vermiesen, ich habe da schon mal einen. Die gibst du dir. So, schauen wir mal. Ich habe mir hier was bestellt, worauf ich mich schon freue. Machen wir mal auf. Ich weiß, es sind Karten. Ich habe das überhaupt gerissen, ja, ne? So. Ja, da freue ich mich schon richtig drauf. Die machen wir mal zur Seite. So, und weil ich mich so freue, da hier noch ein. So, wir fangen an mit. Ja. Falls ihr das schon sehen könnt. Falls ihr das schon seht. Ja, ich habe mir Metallkarten bestellt. Und zwar von den Karten, die ich selber gezogen habe. Plus eine. So, drehen wir mal um. Haha, viel Spaß mit den Karten. Danke. Aufmachen. Ich habe die schon etwas länger im Auge gehabt. Ich finde die einfach Hammer. Mal gucken, ob die wirklich so schön sind, wie ich sie mir vorstelle. Wir fangen an mit einem Evoli. Die Karte habe ich nicht gezogen, habe ich mir noch nicht gekauft, aber ist die nicht schön, ey, dieses Metall. Ich würde sagen Messing, keine Ahnung. Gebürstet und farblich bedruckt, Hammer. Dafür habe ich mir extra, die sind ja schon schön eingepackt, dafür habe ich mir extra hier die Teile hier geholt, damit ich die auch schön einpacken kann. Die habe ich in dem ganz großen Online-Shop gefunden, von mehreren verschiedenen Anbietern. Mal sind sie teuer, mal sind sie nicht so teuer. Versucht mal eine rauszukriegen, die nicht so teuer sind. Im Moment sind sie für das Stück 1,50 € ungefähr im Angebot. Aber manchmal kosten sie auch das Stück 7 €, je nachdem, wo ihr seid, wo ihr da. Welchen Anbieter ihr da kriegt. Oh, ist das Hammer, ey. So, die legen wir mal hier rein. Die hier gibt es in verschiedenen Stärken. Ich habe hier extra ein paar stärkere genommen, weil die sind ja wesentlich dicker hier, ne, die Karten. Oh, sieht das geil aus. Ich finde die richtig schön. Ha. Oh. Für unsere Freunde. Bitteschön. Nächste. Was haben wir noch? Die habe ich gezogen. Die habe ich wirklich gezogen. Deswegen, ja, ist die schön. Das Shiny Glurak V aus Weg des Gems. Hammer. Die sehen richtig Hammer aus. Schön gebürstet. Centering ist hier super. Ey, sieht echt geil aus. Ob da ein Whitening ist, weiß ich nicht. Könnt ihr mal eins suchen. Kommt hier so eine perfekt rein. Mache ich ja auch gleich in die Dinger rein, aber ich glaube, das da habt ihr da keinen großen Bock, das euch anzutun. Habt ihr nochmal eine Codekarte? Halt, da. Die nächste, die ich auch gezogen habe, ist auch aus Weg des Gems. Das Rainbow Glurak V-Max. Hammer war, ey. Ich finde die so hammergeil. Die sehen so. Ah! Ja, diese hier habe ich eBay Kleinanzeigen gefunden. In den eBay Kleinanzeigen. Der Typ, der das verkauft, heißt Deniz, Deniz, also Dennis mit Z.
ist mittelmäßig im Preis, was verkaufen mehrere, aber der hat halt viel im Angebot. Ich habe jetzt ein paar Tage gewartet, hat er mir aber vorher gesagt, dass es ein paar Tage dauert, weil, kriegt er hier noch, weil die Karte hier, die hat er gerade nicht auf Lager gehabt, die habe ich aber auch gezogen und die wollte ich auch unbedingt haben. Und das ist das Rainbow Pikachu. Die sehen echt so geil aus. Echt. Guckt euch das an, ey. Hammer. Seht, ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ich sehe das hier natürlich. Das ist Metall. Laut Anleitung 16,3 Gramm. Ich finde sie einfach nur geil, was man heute alles machen kann, finde ich schon mal Hammer. So. Der ist für euch. Hier, die hier. Das sind die hier. Die sind 55. Die habe ich diesmal von denen gekriegt. Ja. Guckt immer, wer das verkauft da bei den Amazonen. Wer das verkauft, was das kostet. Sind unterschiedliche Preise. Gucken wir aber jetzt mal hier. Den hier wollen wir ja auch, ne? Um den schön in meinen großen Riesenbinder da reinzumachen. Freue ich mich auch, dass ich die bekommen habe. Die habe ich von einem anderen Sammler bekommen. Balz, Flamiao und Robal. Die packen wir schön jetzt. SM1, SM2, SM3. Okay. So. Hier hätten wir Chimpep. Und Hoplo und Memeon. Dann kommt jetzt hier rein die 1. Balz. Dann kommt ein Code. Dann kommt Flamiao. Rein, da komm. Ich mit meinen Knubbelfinger, ich weiß. Kriegt ihr eh noch einen Code. Dann packen wir den noch weg. Ja, mal ein anderes Opening, ne, als sonst. Hier ist noch die Pikachu-Karte. Mal was ganz anderes. Meine anderen, die ich hier habe. Aber für alle meine Codejäger, selbst diesmal 10 von Weg des Champs. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Guckt euch die an. Die kosten zwischen ja, 12 und 15 Euro, was ich so mitgekriegt habe. Ich finde die echt super geil. Und hier drin sehen die richtig edel aus. Ich werde die anderen jetzt auch weg einpacken, aber das mache ich alleine in Ruhe. Vielen Spaß, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns nächstes Mal, wenn Weg aufgeregt. Tschüss!